Willkommen zurück bei Metro Exodus. Ja, wir sind beim letzten Mal, haben wir den Zug geklaut und erwarten jetzt ein paar Erklärungen. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Achtung! Ansonsten Achtung, gibt es da nichts zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt? Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle hier! Wo soll diese Nummer sein? 1811. Ich hab's. Strich 79. Also, es ist irgendwo hier. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Daniel. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich,
Meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer. Ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Artyom, du kannst doch reden. Hey Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Ja, Mark, Volldampf voraus. Jawohl. Volldampf voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Almascha? Jetzt die Reise fort oder Kunde wird. Stattdessen hat mich eine Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenn dich doch. Alright, ich guck mich mal um, würde ich sagen. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß. Sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du hast mir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostankinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie Glieder einer Kette. Und du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Brunnen. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungewiss. Daran muss ich oft denken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Brüsterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sagen? Ernsthaft? Er redet einfach das gleiche nochmal, okay. Es ist so schön, wie jetzt alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist, nachdem eigentlich, er eigentlich ein bisschen Scheiße gebaut hat hier. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszugehen. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die einzigen Überlebenden sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst du nicht? Ich war schockiert. Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Stürzen? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Wie auch immer, egal was sie von mir halten, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Das bedeutet, dass wir wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten. Und wage es ja nicht, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Was willst du von mir? Ich hoffe sehr. Immer wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar.
Alright. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Da komme ich tatsächlich aktuell gar nicht durch. Ah, geht doch. Geh weg. Gucken wir, was hier unten so ist. Krieg ich hier noch irgendwas? Hallöchen, Artyom. Ob nun beabsichtigt oder nicht, aber es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat. Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Du kannst auf uns zählen. Dankeschön. Was mich betrifft, ich mache meine kleine Inventur. Ziemlich voll hier. Ich denke darüber nach, hier eine Werkbank zu bauen. Damit wir alle Instrumente und anderen Sachen in Griffweite haben. Ohne Werkbank gehen die Kleinteile immer verloren. Hier können wir dann an den Waffen arbeiten. Reinigen, einölen. Dann lassen die anderen ihre Finger davon und können keinen Schaden anrichten. Natürlich müssen wir uns abwechseln. Aber das kriegen wir hin. Wenn du also irgendwelche Waffen findest, die du behalten willst, dann bring sie zu mir. Ich lagere und repariere sie für dich. Wenn du sie zurückbekommst, sind sie zweifellos besser als je zuvor. Junge, ich habe in meinem Leben schon viele Waffen gereinigt und eingehüllt. Industriell produzierte und auch handgemachte Waffen. Manche davon waren einfach fantastisch. So ungewöhnlich. Wenn du also Fragen zu Waffen hast, dann bin ich dein Mann. Danke. Und Waffen sind wie Frauen. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Du musst deine Waffe gut säubern und einbauen. Und du musst die Munition überprüfen, denn schmutzige Munition rostet manchmal. Aber wenn du dein Herzblut hineinsteckst, funktioniert die Waffe immer. Tja, ich öle die hier eben zu Ende ein, dann fange ich mit der nächsten an. Okay. Was ist mit dir? Kann ich dir noch? Hallöchen, Artyom. Ihr hättet mich ruhig holen können, um auf die Aurora anzustoßen. Aber ich denke immer noch, dass Beelzebub der bessere Name wäre. Naja, leg los. Ach, gerne. Helft dir doch. Denn ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ich habe gehört, dass monotone Arbeit einen beruhigt. Tja, stimmt. Ich fühle mich schon ganz ruhig. Die Idiot sagt, das sei dynamische Meditation. Dieser Philosoph kommt nicht aufhören zu meditieren. Alright. Hier, kannst du. Das ist alles? Gut, dann mache ich jetzt weiter. Denkst du, ich nehme dir eine Arbeit hier ab oder was? Ich muss Mutanten erschießen gehen, mein Lieber. Was habe ich denn da? Neue Notiz. An den... Shit. Was? Nein! Welches ist denn das? Da, Zustands. Leiter der Bahnabteilungsprozess, Schild. Bericht zum Zustand des Schienennetzes. Nachdem ich auf meine Anordnung untersucht habe, kann ich berichten, dass dieses hinter der Verteilungsgrenze zwischen akzeptabel und gut schwankt. So stellt die Bahn eine Bedrohung für unsere Sicherheit dar, da sie vom Feind zum Transport und zur Versorgung seiner Agenten dient hin. Andererseits ist der Zustand innerhalb der Verteidigung nicht akzeptabel, was in naher Zukunft zu einem völligen Stillstand des Zugverkehrs entlang unserer am meisten genutzten Strecken führen kann. Damit wird die Verteidigungsfähigkeit Moskaus stark gefährdet, da unsere Transporter von Vorräten und Verstärkung unterbrochen werden können. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Situation bitte ich hiermit darum, dass das gesamte verfügbare Wartungspersonal ausgesandt wird, um die am stärksten betroffenen Streckenabschnitte der wichtigsten Linien zu reparieren. Hierzu sollten die Schienen und Schwellen der Linien hinter den 101-Kilometer-Grenze um Moskau genutzt werden. Denn dadurch kann der Feind nicht mehr die Strecke nutzen. Das heißt, die wollen an der 101-Kilometer-Grenze Strecken abbauen und, Andrei Ivanovich, wie lange hast du schon für diese Störsender-Leute gearbeitet? Wir ziehen los. Ich weiß nur nicht genau, wie... Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich haben, weil ich Erfahrung... Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen.
durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ach, die stehen gut. Ich spüre dich doch, Artyom. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Ich finde es so witzig, über was wir alles fahren können. Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Okay, ich alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Die haben einen Zylinder durchlöchert! Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen! Wer war das? Uniformierte dabei? Nein, wir hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen, zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Auf geht's, Artyom. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Ja, Mark. Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Vergiss deinen Rucksack. Ein ganz neues Modell. Eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns aufbrechen, Artyom. Ja. Nur vorsichtig daraus. Aber klar. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen. Tja, die sahen drei Schuss? Nicht Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Da hinten ist die Kirche. Ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Gehen wir hier runter. Jetzt, das war die Taschenlampe. Richtig, die Taschenlampe konnte man irgendwie auffüllen, mehr oder weniger. Wo ist denn Anna hin? Okay. Während du drin warst, hab ich mich mal umgesehen. Dieser Stromast dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's.
Warum wollen wir die denn direkt töten? Entspannt euch doch mal. Okay, sie haben auf uns geschossen, aber ich meine, die haben ja auch nur Angst. Entspannt euch. Vielleicht sollten wir erstmal herausfinden, wie die Lage ist, bevor wir irgendwie... Dein Spielstand kannst du in Pausenmenü und Escape speichern. Das ist ja nett, dankeschön. Ich würde ungern durch Wasser warten. Hasen und Hunde. Ich finde es cool, dass es mal wieder tatsächlich mehr an der Oberfläche spielt. Das ist echt angenehm. Ah, da war gerade Quicksave Point anscheinend. Da ist nichts. Aber willst du da wirklich lang, meine Liebe? Ich würde eigentlich gerne mal schauen, was sich hier hinten noch findet. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach Materialien. Wir müssen zusammenbleiben. Ja, dann komm doch mit mir, wenn wir zusammenbleiben müssen, meine Liebe. Also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt fangen wir nicht an zu zicken. Artyom, da liegt ein Boot am Dock. Komm her, wenn du fertig bist. Radioaktiven Pilz gefunden. Was hat sie wo gefunden? Ich habe gerade nicht mehr oder weniger nicht aufgepasst. Na, ich habe sie gefunden. Alright, was haben wir hier so Schönes? Ich weiß halt noch nicht, wozu ich was gebrauchen kann. Das werde ich dann sehen. Chemikalien und Material und alles Mögliche. Okay, Artyom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Okay. Also Beinbruch. Und eh kann ich aus dem Boot aussteigen. Oh, süß. Schon. So, erstmal hier ein bisschen. Da krieche ich mich mal durch. Hallöchen. Ich komme zur Party. Oh, die Party ist eindeutig schon vorbei. Hm. Aber ja, ich nehme natürlich alles mit, was ich kriegen kann. Ist das so, ja? Was höre ich denn da über... Achso, bin ich gerade über Glasflaschen gelaufen? Ja, kann sein. Ich weiß nicht, was mit den ganzen Viechern ist, die da gerade ins Wasser gesprungen sind. Ich will die jetzt auf keinen Fall rammen. Ist aber so, hier ist eine Fahne. Wo ich bedenke, was hat die Fahne zu bedeuten? Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ja. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst.
nähern uns offen an. Okay. Kann ich vorher noch... hallo! Nein, 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 bloß nicht. Was ist R? Aha. Okay, mit R. Dein Rucksack. Wie mache ich, benutze ich meinen Rucksack? Stopp! Wie geht denn mein Rucksack auf? Ich weiß nicht, wie mein Rucksack aufgeht. Das wurde mir noch nicht erklärt. Ja, entspannt euch mal. Ich will hier noch sammeln. Ich will hier doch noch sammeln. R für Munition. Okay, ich kann nicht schwimmen. Ich brauche ein Boot. Alles klar. Habe ich verstanden. Ich kann gar nicht schwimmen. Super. Dann fahren wir halt mit dem Boot hin. Bleibt uns ja tatsächlich auch nichts anderes übrig. Eine Bootfahrt, die ist witzig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Hallo. Was? Okay, jetzt wird's gruselig. Ich sollte meine Taschenlampe, glaube ich, nicht... Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Und willkommen. Okay, wie stecke ich meine Waffen weg? Oh, schönes Mädchen. Darf ich ihn erschießen? Widersteht Torheit und Sünde. Empfangt die Erlösung. Empfangt die Erlösung. Empfangt die Erlösung.
denn so will es der Herr. Tech. Schon bald werden unsere militanten Brüder hier sein und das Urteil des Herrn wird vollstreckt. Ich komme, meine Kleine. Schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Sie haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Atjom, sie hat recht. Geh zum Boot. Wir werden das Wetter retten. Keine Sorge. Werden wir? Oh, da ist jemand. Also, wo ist dieser Ketzer? Er kam mit dem Boot, während der Predigt. Ich will die nicht töten, eigentlich. Gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel geschickt. Ja, ich weiß, was der Vater gesagt hat. Hast du denn gesehen, wohin er gegangen ist? Tja, er verschwand einfach irgendwie. Ich verstehe. Also gut, Gott segne dich. Also, und ich werde heute das Messer gefunden. Was für ein Hohlkopf. Noch nichts gesehen. Okay, ich glaube, ich sollte mal versuchen, hier zu speichern. Speichern. Und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, verschaffen Videos, euer Hedi.